So. Also, wenn wir so gucken, ich habe alles da liegen. Anders als Ja, du sind wir auf zwei soweit, ne? Bildschirmen. Ja, das kommt vielleicht im nächsten Jahr mit den zwei Bildschirmen. Man muss ja auch noch Ziele haben. Richtig. Klein anfangen. Ich Ja. sag's dir. Aber schon noch abgefahren, wenn ich so gucke, dass wir uns jetzt einfach über eine Jahresreflexion unterhalten. Also, wo ist dann bitte die Zeit geblieben? Ja, und das klingt so erwachsen, ne? Ja, Ganz, wir reflektieren das Jahr zusammen. ganz vernünftig und erwachsen auch mal zurückblicken. Aufs Leben, Aufs ja. Leben, auf das Leben von 2023. Ja, wichtig. Ich hoffe nicht, ich hoffe, es war ein Tick besser als 2022, bestimmt. Und sportlich vielleicht auch. Wollte ich gerade sagen, je nachdem, worauf man sich so bezieht. Ne? Ja. Aber wir Obwohl. wissen ja schon, wo wir uns heute drauf beziehen. Ja, eben. Aber siehst du, das ist ganz interessant. Ich schenke jedes Jahr zu Weihnachten so selbstgebastelte Kalender. Also nicht, dass du denkst, ich setze mich da stundenlang hin und schneide was aus und so. Ich wollte gerade sagen, Bastelstube von Jule. Nee, nee, das nicht. Aber ich kaufe dann immer diese. Diese Papierkalender, wo unten schon das Datum aufgeführt ist für den jeweiligen Monat und druck dann Familienfotos aus oder von den einzelnen Familienmitgliedern, dann klebe ich und denke mir irgendwelche witzigen Sprüche dazu aus oder gratuliere einfach nur zum Geburtstagsmonat oder. Und das hat mich letztens in einem Drogeriemarkt einfach 50 Minuten gekostet, weil das Wow. System nicht so mitgespielt hat. Das war richtig Ja. hart. Aber das Schöne daran war, ich bin dann auf meinem iPhone alle möglichen Fotos durchgegangen, des gesamten Jahres, ne? Aus WhatsApp-Unterhaltung mit meiner Familie und auch alles, was ich auf meinem Handy hatte. Und da habe ich feststellen dürfen, also ich war nicht der Meinung, dass dieses Jahr sowieso schlecht lief. Sportlich vor allem nicht. Aber es war schon sehr turbulent und so die erste Jahreshälfte ist so viel passiert, was ich im friedlichsten Sinne des Wortes immer sehr genannt habe. Und dann passierte das Leben. Aber mal so zu sehen, was ich alles dieses Jahr schon erlebt habe, also auch an schönen Momenten und wenn es nur eine lustige Autofahrt war, von, keine Ahnung, jetzt 73 Erkner zurück, nachdem mein Freund und ich im Kopf schon komplett ausgebrannt waren und daran gescheitert sind, alles ordentlich ins Auto zu bringen. Das war schön. Also ich kann nur empfehlen, wenn man irgendwie sowieso Fotos aussortieren muss, einfach mal durchscrollen, weil. Und daraus Kalender machen und die verschenken. Genau, mit witzigen Sprüchen. Aber dann musst du auch mal gucken, wo die bei den Leuten dann hängen, denen du die geschenkt hast. Bei meinen Eltern hängt er immer im Flur. Okay, Also das jeder, ist der kommt, gut. kann das dann gut sehen. Ja. Und das ist schon ganz schön. Ja, ich kann das nur empfehlen. Und dann ist mir nämlich auch wieder aufgefallen, wie lang so ein Jahr ist. Also wie viele Tage ein Jahr liefert, dass du so viele schöne Momente sammeln kannst. Ja. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich überlege, was in dem Jahr passiert ist und das versuche nach Monaten aufzuteilen, fällt mir das richtig schwer. Also dann denke ich manchmal, was habe ich im April Ja, gemacht? ja, Keine Ahnung. ja. Ne? So ein Restgefühl, so ein Gesamtgefühl ist da, aber pro Monat könnte ich das kaum sagen, was da passiert ist. Ja, ich habe jetzt im Dezember, witzig, dass du das sagst, auf meinem privaten Instagram-Account sowas wie einen kleinen Jahresrückblick angefangen und mir dann immer meine so zwei bis vier schönsten Fotos zusammengestellt und einfach nur gesagt, wie so ein Jahrestagebuch oder Monatstagebuch gesagt, so, das war für mich das Schönste im Januar, Februar, März. Und da ist es genauso wie mit dem Durchscrollen. Ich dachte, krass, guck mal, war ganz hübsch, Ja. was da abging. Aber ich glaube, ohne das Durchscrollen wäre mir auch nicht mal ansatzweise so viel wieder eingefallen. Ist eigentlich schade, Ja. oder? Also ich finde, das sollte ein bisschen selbstverständlicher sein, dass wir auch in unseren Erinnerungen darauf zurückgreifen können, weil ich glaube, dann. Ja, machst du dir das so ein bisschen bewusster und schaffst, glaube ich, unterbewusst auch noch ein bisschen mehr Dankbarkeit, würde ich jetzt spontan so sagen. Ja, und andererseits denke ich mir, ist diese Vergesslichkeit ganz gut für Dinge, die halt nicht so schön waren. Ja, Also wenn es ich weiß Vergesslichkeit nicht, ist, ja. ja, Vergesslichkeit oder Verdrängung, vielleicht beides, aber manchmal bin ich auch ganz dankbar für, dass man sich nicht genau an alles erinnert, wie es passiert ist. Ja, das kann ich schon Ja. verstehen. Hast du mal in Vorbereitung auf die heutige Folge so Resümee gezogen oder vielleicht auch sogar bei der Ausarbeitung der Folge so ein bisschen Revue passieren lassen?
Also bei der Ausarbeitung der Fragen habe ich angefangen, die für mich selber zu Ah, beantworten, voll gut. was ich ganz spannend fand. Also die Fragen, die ihr auch gleich bekommen werdet zum Bearbeiten oder zum Durchdenken zumindest. Das hier ist ja keine Arbeit, sondern es ist ja Genuss, ne? Das eine schließt das andere nicht aus, finde ich. Nee, genau. Aber vor allem bei der letzten Frage habe ich mir, ich sehe gerade, das ist irgendwie, Ja, aber ist ah doch, egal. das ist, genau, vor allem bei der letzten Frage bin ich hängen geblieben und fand die ganz wohltuend zu beantworten. Und hat mir auch so ein Gefühl gegeben von, okay, jetzt kann ich das Jahr auch langsam loslassen und es ist für mich beendet. Ach, Auch voll wenn jetzt gerade gut. bei der Aufnahme erst Anfang Dezember ist, aber es ist für mich eigentlich schon so gut wie beendet. Ja, das ist Ja. gut. Das denke ich mir gerade. Ich glaube, wenn wir heute beide als Gesprächspartner und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer letztendlich aus der Folge rausgehen oder spätestens nach der Beantwortung der Fragen für sich so ein Gefühl des Loslassens feststellen können, oh, das wäre schon wirklich schön. Das wäre auf jeden Fall schon einer der Gründe und einer der Effekte, die ich mir wünschen würde und die ich habe für die Folge. Ja. Unbedingt. Wollen wir einfach anfangen? Lass mal anfangen. Okay. Ich habe mir auch erstmal Gedanken gemacht, warum sollten wir reflektieren? Ja. Weil reflektieren hat ja auch immer was mit Anstrengung zu tun. Und ich kenne wenig Menschen, die sofort Hurra schreien, wenn sie das Wort Anstrengung hören. Und in manchen Momenten finde ich es total plausibel, dass man automatisch reflektiert, wie wenn man jetzt einen Job gekündigt hat oder am Ende von der Beziehung ist und dann mal überlegen möchte, was ist da eigentlich schiefgelaufen oder was war falsch bei meinem Partner oder vielleicht auch in der Kommunikation. Da ist das ja total nachvollziehbar, dass man reflektiert. Wenn ich mir vorstelle, über ein Jahr zu reflektieren, dann scheitere ich zumindest schon manchmal daran, dass es mich einfach zeitlich überfordert. Es scheint wie so ein Riesenbatzen, wie soll ich den jetzt im Nachhinein reflektieren? Ja. Und dann kommt meiner Meinung nach auch manchmal so ein, ja, das muss man jetzt nicht, das braucht man auch nicht und was bringt's denn? Stimmt, man muss es nicht, überhaupt nicht. Aber als ich versucht habe, für mich zu beantworten, warum lohnt es sich, fiel mir dieses Bild ein von der Axt, die man zu schärfen hat oder die es schlau ist zu schärfen, bevor man zum nächsten Baum geht. Und da habe ich gedacht, die Reflexion von diesem Jahr 2023 kann wunderschönes Axtschärfen sein für das Jahr 2024, weil wir dann uns wie eine Schablone formen für unsere Entscheidungen und vielleicht schneller die richtigen Entscheidungen treffen, weil wir vorher schon reflektiert haben, was uns gut getan hat oder was das Richtige für uns war im letzten Jahr. Ja, schönes Bild. Das habe ich tatsächlich noch nie so gehört. Dieser Echt nicht? Axtvergleich. Nee, noch nie. Ich Ach war ganz krass. überrascht. Von wegen erst die Axt schärfen, bevor man ewig lang braucht, um den nächsten Baum zu fällen, dass es sich lohnt, manchmal Pause zu machen, um die Axt zu schärfen. Nie gehört. Ah, ich glaube, das ist normal so eine Metapher für, um sich so aus dem Aktivismus rauszuholen Ah oder aus ja. der Geschäftigkeit. Von wegen, überleg erstmal, was für dich das Wichtige ist und geh dann zur nächsten Aufgabe. Und es lohnt sich, die Zeit dafür zu investieren, erst nachzudenken. Ich könnte Ich jetzt schon glaube, daher rausgehen kommt aus der das. Folge mit wichtigen Okay, Erkenntnissen. wir sind fertig. Bye, bye. Schön war's. Frohes Neues. Ja. Und damit ihr da draußen jetzt auch überhaupt wisst, ich meine, die meisten von euch werden hoffentlich den Folgentitel gelesen haben und damit auch wissen, dass die liebe Victoria wieder zu Gast ist. Wieder, Die wieder. wieder ist wieder zu Gast. Oh nein, es ist wie in der Schule. Okay, düdüm. Oh, ich finde es ein sehr schöner Name. Außerdem schreibt sich das ja Danke. anders. Kennt ihr mich und meine Stimme aller Wahrscheinlichkeit auch schon von ganz, ganz vielen vorhergegangenen, vorausgegangenen, vorangegangenen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, Podcast-Episoden hier bei Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin unseres Trainingsprogramms. Und wir beziehen uns heute bedingt auch auf das Thema Triathlon Training. Ihr habt es jetzt schon einmal gehört hier in unserem Vorgespräch, was wir einfach mal mit aufgenommen haben für euch, damit ihr wisst, was vielleicht manchmal so Phase ist.
auf jeden Fall eine sehr erwachsene Aufgabe, das kann man, glaube ich, nochmal betonen, ne? So eine Jahresreflexion. Und das Coole ist, ich kann dir heute ganz oft das Zepter in die Hand geben, weil du mich eingeschlossen uns hier einmal durchleiten wirst durch die Jahresreflexion. Natürlich, ich bin ja da und wir führen das Gespräch, aber die Idee dahinter ist ja, dass du mit deinem Fachwissen als Psychologin, angehende Sportpsychologin, einfach so ein bisschen die Bedeutung in den Vordergrund rückst, warum sich das anbietet. Das hast du ja eben auch schon gemacht mit der Axt. Also sehr cooles, ja. Finde ich echt ein cooles Bild. Und genau, was du gesagt hast, trifft auf mich auch in vielen Bereichen zu. Mhm. Und auch wenn es jetzt psychologischer Input ist, beziehungsweise es sind ja viel mehr einfach psychologisch fundierte Fragen oder bedachte Fragen, versuche ich es heute kurz und knackig zu machen, um auch Zeit zum Denken zu geben und auch das Ziel zu verfolgen, dass diese 6 Fragen im Kopf hängen bleiben. Mhm. Und eventuell im Nachgang, am Ende der Folge oder nach der Folge auch noch im Kopf existieren und vielleicht im Nachhinein erst beantwortet werden. Ja, und du hast ja schon gesagt, dass die Fragen im besten Fall im Kopf bleiben. Unsere Empfehlung an euch da draußen ist, ihr könnt jetzt gerne an der Stelle mal kurz Pause drücken und euch Zettel und Stift bereitlegen. Ich werde das nachher auch nochmal in die Shownotes schreiben, weil es sich absolut anbietet, diese Fragen mitzuschreiben. Vielleicht auch das eine oder andere gesprochene Wort von dir, Vicky, mitzuschreiben, weil das durchaus dazu beitragen kann, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch mehr Zugang oder einen besseren, einfacheren Zugang zu der Frage beziehungsweise zu der Beantwortung der Frage zu bekommen. Also ja, größte Empfehlung. Legt euch einfach was zum Mitschreiben bereit. Oder du hast es ja auch gesagt, eine Notiz-App tut's auch. Genau. Für alle, die so super digital unterwegs sind. also jeder so, wie es für ihn am einfachsten ist. Weil ich glaube, ich darf so viel verraten. Es geht hier schon auch insofern ans Eingemachte, als dass wir ein bisschen tiefgründiger, oder wir wollen euch anbieten, tiefgründiger unterwegs zu sein. Damit ihr eben noch besser vorbereitet, noch besser reflektiert in die nächste Saison gehen könnt, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Oder? Ja. Oder. Ja. Freilich, ja. Auf jeden Fall. Und die Fragen sind primär schon im Triathlon-Kontext zu verstehen und zu beantworten. Manche sind indirekt damit verbunden. Das heißt, wir beziehen uns zwar auf Lebensbereiche, die nicht direkt was mit dem Sport zu tun haben, aber indirekt trotzdem die Leistung beeinflussen. Aber ihr könnt die Fragen natürlich auch abwandeln und für andere Bereiche nutzen. Aber da wir im Sport unterwegs sind und die Sportpsychologie ein so wunderschönes Feld ist, bleiben wir erstmal beim Sport. Jawohl. Ich habe euch noch 5 kurze Gründe mitgebracht, warum es sich auszahlt, die Reflexionen zu unternehmen. Damit ihr richtig motiviert seid und gleich mit uns loslegt. Punkt 1, wie ihr anfangs schon gehört habt, es kann wirklich helfen, so ein Gefühl von, okay, das Jahr ist fertig, das Jahr ist beendet zu haben, wenn wir diese Reflexionsfragen für uns nochmal beantworten. Jeder für sich. Oder auch miteinander. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr in der Community verbandelt seid. Ich glaube, das kann auch gut tun. Stimmt, das könnte man auch machen. Ja. Machen wir heute vor. Ja, machen wir heute vor. Okay, Punkt 2, Grund 2, der mir wichtig ist und der ein guter Grund für die Reflexion ist, ist, dass es die Selbstwahrnehmung auch nochmal schulen kann und vor allem die realistische Selbstwahrnehmung, dass man wirklich so ein 50-50-Prinzip bei sich anlegt und teilweise positive Dinge benennt, die was mit der eigenen Person zu tun haben oder mit den eigenen Erfahrungen, Erlebnissen, die man hatte, aber auch 50% Dinge zulässt und niederschreibt, die einem schwer fielen, die eine Herausforderung waren. Und das ist nur sowas, was ich euch mitgeben kann, was immer gut tut, wenn man über die eigenen Erfahrungen, über die eigene Person nachdenkt, dass man so dieses 50-50-Maß auch ganz bewusst nutzt, um nicht zu viel Selbstkritik zu tendieren, was gerne mal im Sport verbreitet ist. Also seht es als Schutz an vor Selbstkritik und denkt an diese 50-50-Regel. Und denkt an die Selbstmitgefühlsfolge, die können wir euch auch gerne nochmal in die Shownotes packen, um zwar streng oder
kritisierend mit euch selbst unterwegs zu sein, aber nur im besten Sinne, sodass da auch was Hilfreiches für euch als Ergebnis rauskommt und ihr nicht einfach nur frustriert über eure Person seid oder so. Ja, danke Jule, stimmt. Gern. Grund 3 für die Reflexion des letzten Jahres ist, dass sie euch als Entscheidungshilfe für das nächste Jahr dienen kann, wie schon anfangs betont. Punkt 4, einer meiner Lieblingspunkte, ist, dass erst wenn wir über die Zusammenhänge zwischen unserem Handeln und den Ergebnissen nachdenken, fördern wir unsere Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt wieder so ein komischer psychologischer Begriff, der aber super wichtig ist, weil Leute zufriedener sind, Leute bessere Leistungen bringen, wenn sie selbstwirksam sind bzw. überzeugt sind, dass sie selbstwirksam sind. Was ist Selbstwirksamkeit? Das ist die Überzeugung, dass man mit den eigenen Fähigkeiten, die man hat, das erreichen kann, was man erreichen möchte. Hammer. Und das könnt ihr dadurch steigern, dass ihr auch reflektiert über eure Erfahrungen und euch bewusst seid, was ihr alles geschafft habt. Also mit mehr Selbstbewusstsein ins nächste Jahr gehen, könnte man auch sagen. Voll schön. Grund 5, für mich ein leicht philosophischer, stoischer Grund, ist, dass die Reflexion des letzten Jahres die Akzeptanz auch dafür schult, was man nicht ändern konnte und was vielleicht auch nicht so positiv ausging, wie man es sich gewünscht hätte. Sei es ein gescheiterter Wettkampf oder irgendwelche familiären, beruflichen Probleme. Aber das anzusehen und zu akzeptieren und diese Rubrik, ich hätte es gern beeinflusst, aber ich konnte es nicht beeinflussen, auch da sein zu lassen in der Reflexion, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Und sich nicht alles schönreden zu müssen. Ja. Finde ich gut. Also, das wären meine 5 Gründe für die Reflexion. Voll gut, ich habe eine Frage zu Punkt 2 oder Grund 2 mit der realistischen Selbstwahrnehmung und der Aufteilung 50-50. Welche Vorgehensweise empfiehlst du? Ist es gut, einfach eine Liste zu schreiben, dass ich mir ganz klar gegenüber, also dass ich ganz klar sehen kann, dass ich wirklich dem 50-50-Prinzip folge und nicht irgendwie mehr in die Richtung Strenge schlage als in die Strenge, ne? Nicht über die Strenge. Mhm. Oder mehr in das Positive trifft. Obwohl, ich glaube, Letzteres ist sogar vom Effekt her ganz okay, solange wir nicht irgendwas verdrängen. Ja, also so solange es nicht narzisstisch oder komplett überheblich wird, wenn man nur positiv von sich denkt, was, glaube ich, was seltenst der Fall ist bei unseren Hörern, gehe ich mal von aus, dann ist es natürlich prima, wenn man tendenziell mehr positive Dinge findet. Das stimmt. Und gleichzeitig, glaube ich, soll jetzt an dem Platz von Selbstkritik nicht dann auf einmal die Perfektion sitzen, ja, dass man genau 10 Punkte links und 10 Punkte rechts haben muss, sondern das ist einfach mehr eine Leitlinie oder ja, eine Stütze, die einen erinnern soll, hey, habe ich gerade ungefähr 50-50, ja. Es muss nicht wie ein perfektes Backrezept sein, aber ist es ungefähr 50-50 oder merke ich, dass ich auf der einen Seite vom Pferd kippe? Mhm. Ja. Okay. Super. Also die 5 Punkte, da kann ich euch auch noch empfehlen. Ihr könnt jetzt immer noch zurückspulen, einfach Pause drücken und das einfach stichpunktartig mitschreiben. Die Fragen, die heute den Fokus dieser Folge darstellen werden, packen wir euch 1:1 in die Shownotes, natürlich ohne Antworten oder Hilfestellungen, sondern einfach nur, dass, falls ihr die Folge angehört habt und irgendwie euch widerstrebt, immer auf Pause zu drücken und mitzuschreiben, ich glaube, das ist voll die Typsache, könnt ihr immer wieder in die Shownotes gucken, wenn ihr euch die Folge zum Beispiel in eurem Portal da, eurer Plattform abspeichert und habt die gleich griffbereit. Klingt gut. Ich denke auch. Sollen wir mit Frage 1 starten? Ja, ich denke, wenn wir das so machen, dass wir einfach genau mit den Fragen starten und du gewissermaßen Hilfestellungen liefern kannst, dann ist das, glaube ich, eine gute Idee, damit wir doch schon ein bisschen praktischer werden. Yes, okay. Yes. Let's get practical. Yeah, let's okay. Get practical. Frage Nummer 1. Was war dein schönstes Triathlon-Erlebnis dieses Jahr? Ja. Überleg mal kurz, was das sein könnte und warum es das
gewesen ist? Warum nicht ein anderes? Und wenn dir da jetzt was einfällt, dann wäre meine nächste Frage, hast du das so richtig gefeiert? Also ist dir dein Erfolg so bewusst, wie er auch passiert ist, bist du so stolz auf dich, wie du auf dich stolz sein könntest? Oder hast du diesen Erfolg so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und die Emotionen schnell wieder verblassen lassen? Ich kenne es von mir und vielleicht kennt ihr das an den Empfangsgeräten auch, dass es total leicht ist, mehrere Dinge aufzuzählen, die im letzten Jahr nicht so gut liefen oder die okay waren. Alles so bis zum durchschnittlichen Bereich ist leicht zu benennen. Aber Dinge, die so richtig gut liefen, wo du einfach total stolz drauf bist, dass das geklappt hat, da würde ich dich bitten, dass du dir da 1, 2, 3 Erlebnisse rauspickst vom letzten Jahr. Jetzt wäre ich auch gespannt, was es bei dir ist. Und so richtig übst auch immer wieder mal darauf, stolz zu sein und dich drüber zu freuen. Ja, wie ein kleines Kind, was seinen Geburtstag feiert. Weil leider ist es ja so, dass wir dieses Gefühl von Stolz häufig negativ konnotieren, negativ sich anfühlt. Und da kann ich nur mitgeben, wir haben in der Psychologie 2 verschiedene Formen von Stolz. Und die Differenzierung, finde ich, tut auch gut in der eigenen Reflexion der eigenen Erlebnisse. Und zwar einmal der authentische Stolz, so nennen wir ihn. Das ist der Stolz, der uns motiviert und der uns zu besseren Leistungen anspornen kann. Und dann gibt es diesen überheblichen Stolz und der ist mehr mit Narzissmus und Neid verbunden. Mhm. Das heißt, es gibt einen super gesunden Stolz und den dürfen wir trainieren. Finde ich gut. Und uns freuen über die Ereignisse, die wir hatten. Also wir können dann an der Stelle gewissermaßen euch schon auch ermutigen, dass Stolz da sein darf. Ich kenne ein paar Leute, wenn ich dann zum Beispiel zu einem guten Ergebnis gratuliert habe, dass dann gesagt hat, du hast auf jeden Fall einen Grund darauf, stolz auf dich zu sein, was du da erschaffen hast. Und dann, wie gesagt, antworten die ein paar Leute dann eigentlich immer. Deswegen tue ich mich dann mittlerweile schon schwer, das überhaupt in die Formulierung mit einzubauen. Ja, also das mit auf stolz sein, so, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, dass es geklappt hat. Mhm. Ich denke, wow. Dankbarkeit reicht. Hm. Ja, und ich denke mir so, aber du hast es total verdient. Ist eigentlich, also macht dann, glaube ich, nochmal jetzt gerade ein ganz anderes Thema auf, ne? Mit was man wirklich verdient hat. Aber du hast es wirklich verdient, auf deine Leistung und auf das, was du kannst, zurückzuschauen oder darauf zu blicken und stolz zu sein. Weil das hast du überwiegend alleine geschafft. Ja. Hast du eine Idee, worauf du stolz warst? Ja, witzigerweise bin ich auch davon beeinflusst, wenn jemand sagt, ich habe damit stolz sein, so meine Schwierigkeiten, merke ich jetzt gerade. Hey, das ist bei mir auch so. Ja. Also ich bin grundsätzlich eigentlich immer stolz. In dem Sinne als, ja, letztendlich klar, ohne die Unterstützung des unmittelbaren Umfelds, sei das Trainer, Familie, Freunde, Kollegen und so weiter, die dir ganz viel Verständnis jetzt, um in unserem Sport zu bleiben, entgegenbringen, damit das überhaupt klappt, weil du alles aufeinander abstimmst, bin ich letztendlich die Leistung erbringt. Mhm. Und doch, ich bin schon sehr stolz, vor allen Dingen, weil ich dieses Jahr, also sehr stolz auf das, was ich dieses Jahr erschaffen habe und geschafft habe, weil also im Speziellen meine neue persönliche Bestzeit, die fast 23 Minuten unter dem, was ich letztes Jahr als persönliche Bestzeit verzeichnen konnte, lag. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt jetzt, um im 70-3-Kontext zu bleiben, an die 5-Stunden-Marke komme. Ja. Das hat mich extrem stolz gemacht und auch wahnsinnig überwältigt. Das ist eher über das vorangehende Gefühl. Diese Überwältigung und dieser Mangel an der Fähigkeit zu begreifen, dass ich das selbst geschafft habe. Und dann mit meinem ersten Marathon bisher, den ich ja so mehr oder weniger aus aller Menge, und das will ich jetzt nicht runterreden, aber mit wenig spezifischer Marathonvorbereitung nach der sehr guten Saison einfach gelaufen bin und zu sehen auf der Uhr und auch vom Gefühl her, was ich erreichen kann, was mir vor einem Jahr oder auch vor ein paar Monaten so
unfassbar fern schien. Da bin ich ganz so stolz. Und vor allen Dingen darauf, dass mein Körper das kann. Dass ich meinem Körper all das gegeben habe oder das meiste, dass der stabil bleibt, gesund bleibt und heil, um das zu erreichen. Super schön. Und ich habe mich auch gerade gefragt, als du gerade erzählt hast, so was bringen uns überhaupt unsere Ereignisse, unsere Leistungen, wenn wir danach nicht darauf stolz sind? Ja, dann haben wir es zwar gemacht, aber es erreicht uns ja nicht im tiefsten Kern, dass wir uns so drüber freuen und so sehr erkennen und auch anerkennen, dass das unser Verdienst war, plus halt das von unserem Umfeld, und wir uns drüber freuen dürfen. Total. Ich meine, wir könnten natürlich auch überlegen, inwiefern, wenn es von euch da draußen welche gibt oder wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, da können wir auch gleich kurz drüber sprechen. Wenn ihr Schwierigkeiten mit dem Begriff des Stolzes habt und damit zu sagen, ich bin stolz auf mich, vielleicht kann man als Synonym erstmal Anerkennung verwenden. Ja. Also ihr dürft durchaus zu 100% anerkennen, was ihr da leistet, schafft. Ja. Und das ist nicht nur das Training. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist halt, dass wir Stolz zu sehr mit Hochmut gleichsetzen. Ja. Und gerade auch, wenn wir das bei anderen Leuten hören, glaube ich, dann unbewusst schnell bewerten im Sinne von, oh, ist jetzt mein Gegenüber irgendwie hochmütig. Mhm. Aber wenn ich dann prüfe, okay, verbindet mein Gegenüber das Ereignis mit seiner eigenen Leistung und deswegen stolz drauf, dann ist es total legitim. Dann ist es sogar, finde ich, super gut, dass jemand das endlich in der Öffentlichkeit so ausspricht und benennt, dass es stolz ist. Ja. Ja. Wie geht's dir? Mit dem Wort Stolz? Mit dem Wort Stolz und hinsichtlich der Erlebnisse, auf die du stolz bist. Mhm. Also das Erste, was mir sofort einfällt, worüber ich mich so sehr freue, dass ich es geschafft habe, weil ich es vor allem vorher nicht vermutet habe, war jetzt im August, glaube ich, war das August, September, da war der Bodensee-Marathon, einmal mit dem Rennrad um Bodensee. Mhm. Das sind halt 220 Kilometer und ich hatte riesen Bammel davor, vor allem, weil ich davor monatelang krank war und nicht Fahrrad fahren konnte. Und ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt klappen wird oder nicht. Und da hatte ich danach auch diesen riesen Respekt und Wertschätzung und auch Stolz auf meinen Körper und auch auf das Mentale, weil ab Kilometer 180 war es doch anstrengend und hart und heiß. Und das trotzdem durchgezogen zu haben, da war ich super stolz drauf. Und dann merke ich, wenn ich vor dir das jetzt so ausspreche, ja, ich bin da stolz drauf, dass sich das auch richtig anfühlt. Schön. Also, das, ne, dass das schon treffend ist, das Wort. Ja. Das ist cool. Doch, fühlt sich gut an. Und also mal gucken, was das bei euch ist, ne? Worauf ihr wirklich stolz sein könnt und genießt dieses Gefühl von Stolz wie ein Stück Schokolade. Ja, und nehmt das auch mit ins nächste Jahr, was eure Häppchen da waren von letztem Jahr, auf die ihr stolz seid. Ja, finde ich schön. Voll gut. Und vielleicht kann man sogar noch so ein Ranking machen, also das schönste Triathlon-Erlebnis. Und dann vielleicht habt ihr auch Platz 2 und Platz 3, wenn ihr wollt. Ja, genau. Aber Platz 1 von Erlebnis muss auf jeden Fall ein Triathlon-Erlebnis genau sein. Genau. Vielleicht gibt es ja auch so ein Kombi-Erlebnis. Ich meine, ganz viele von euch, mich eingeschlossen. Im Kombi. Habt ihr so ein VW-Kombi-Erlebnis? Man kennt. Nee, aber ganz viele von euch, genauso wie ich, fahren ja zu Wettkämpfen übers Wochenende. Das heißt, da ist immer noch so ein Wochenendtrip auch mit verbunden. Es geht nicht nur um den Wettkampf, sondern man hat eine Anreise. Man kommt irgendwo unter. Ich kann von mir nur sagen, dass meine Unterkunft in der Nähe von Ergner wirklich, wirklich schön war. Sehr, sehr bodenständig und sehr schlicht, aber wirklich schön im Wald mit Vogelgezwitscher und. Also das allein in der Kombination mit dem schönen Wettkampf war für mich an sich auch ein schönes Erlebnis. Nicht nur der Triathlon. Mhm. Klingt so, als wolltest du es wiederholen. Genau so. Das ist ein anderes Thema. Okay, alles klar. Lass zu Frage 2 übergehen. Ganz genau. Frage 2 für euch ist, welche Menschen haben dich besonders in deinem Training begleitet und unterstützt? Jetzt darfst du kurz drüber nachdenken, welche Gesichter, welche Namen dir da einfallen.
Vielleicht hattest du Trainingsbuddies, Trainingskollegen, egal in welcher Disziplin. Vielleicht hattest du sogar einen Coach oder eine Coachin, die dich unterstützt hat das letzte Jahr. Mir ist dabei wichtig, wenn du darüber nachdenkst, ist es das Ausmaß an Begleitung und die Qualität an Begleitung, die dir gut tut, oder würdest du dir da auch eine Veränderung wünschen? Weil es kann ja schnell passieren, dass wir im Training viel alleine sind, weil wir sind einfach in einem zeitaufwendigen Sport unterwegs. Und wenn man dann alles nach Plan durchführen möchte und nicht direkt jemanden hat, der genau den gleichen Plan hat, dann kann es ja einfach sein, dass wir auf einmal ein paar Stunden alleine auf der Rolle hocken, dann alleine laufen gehen und am nächsten Morgen alleine schwimmen gehen. Und da ist meine ehrliche Frage an dich, ist das so für dich gut so? Ist das die beste Lösung? Hattest du Trainingsbuddies, Trainingskollegen dieses Jahr, die dir gut getan haben? Und würdest du dir davon vielleicht nächstes Jahr sogar mehr oder vielleicht auch weniger wünschen oder jemand anderes oder jemand Zusätzliches? Aber reflektier da mal ehrlich drüber, was würde dir gut tun? Und vielleicht noch ein Gedankenszenario dazu, wenn du jetzt ganz neu mit dem Sport anfangen würdest, so nochmal alles auf Reset, auf Null, wie würdest du starten? Würdest du genau so starten, in der Konstellation, wie du gerade trainierst, oder in dem Einzel, wie sagt man, in dem Einzelsein, in dem Alleinsein, wie du trainierst, oder würdest du es dir anders wünschen, würdest du anders entwickeln, wenn du jetzt von vorne anfangen würdest? Ich denke mir gerade, wie dankbar das ist, dass du das anstößt für alle die, die jetzt vielleicht eingeschaltet haben und noch mit dem Gedanken spielen, Triathlon mal anzufangen. Ich glaube, die wenigsten machen sich vorher so die Gedanken, und ich weiß, Triathlonsport bringt einem dazu zu neigen, sich sowieso viele Gedanken zu machen, wie man was macht und so weiter und so fort. Und ich will auch nicht, dass wir hier alle reihenweise verkopfen. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört und denkt, oh, ich möchte das unbedingt mal ausprobieren, ich möchte auch, kann ja auch sein, dass ihr so super zielstrebig unterwegs seid, was völlig fein ist, und euch einen Plan machen wollt, wie ihr jetzt vorgeht, keine Ahnung, ich brauche einen Trainingsplan, ich brauche ein Rad, ich brauche ein paar Schuhe, dann nutzt diesen Eifer, sag ich mal, und diesen Ehrgeiz und diese Zielstrebigkeit auch gerne dafür, euch genau über das, was du gerade gesagt hast, Vicky, Gedanken zu machen. Diesen Reset und dann die einzelnen Schritte durchzugehen. Was würde mir gut tun, dem alles andere von eben. Ja. Ja, und die gleiche Frage auch hinsichtlich eurer Unterstützung seitens eines Coaches, einer Coachin. Habt ihr da die Person an der Seite, die euch gut tut? Habt ihr gerade gar keinen, aber wünscht euch insgeheim eigentlich Unterstützung? Die Frage wäre noch zu beantworten. Ich glaube, das ist relativ simpel zu beantworten, aber da könnt ihr ehrlich für euch die Antwort finden und das auch, wenn möglich, wenn es finanziell möglich ist, das natürlich auch fürs nächste Jahr nutzen, die Erkenntnis nutzen. Genau. Und ich glaube, was bei uns bei Power & Pace der Vorteil ist, ist diese riesengroße Community, wo, glaube ich, einfach die Erfahrung der anderen Athleten, die schon länger bei uns dabei sind oder in einem anderen Umfang bei uns dabei sind, die können gewissermaßen als Coach fungieren. Weil es gab so viele Fragen zu Trainingsinhalten, Trainingsumfängen, Trainingsorganisation, Wettkampforganisation, Verschieben von Trainingseinheiten, simple as that, wo ihr die Fragen einfach in diese Facebook-Gruppe packen könnt oder euch auch an uns wenden könnt. Und ihr könnt jederzeit auf dieses Schwarmwissen zurückgreifen. Das heißt, ihr habt nicht nur das Coaching von eurem Coach Björn Geßmann, ihr habt nicht nur die Inhalte, die wir offiziell hier von Power & Pace euch zur Verfügung stellen, sondern ihr habt auch diese riesengroße Community mit einem Erfahrungsschatz, der eigentlich nicht greifbar ist. Also da bekommt ihr Community-Coaching, wie es im Buche steht. Plus Webinare, die man noch nutzen kann. Ne? Webinare, ja. Live-Q&As. Also ja, ihr findet das Coaching gewissermaßen in anderer Form bei uns vor, aufbauend auf dem, was du gerade angeboten hast, ja. Ja. Yes. Sollen wir zu Frage 3 übergehen?
Oder? Ja, ich möchte nur anregen, ich habe nämlich auch ein Instagram, ich mache halt viel Werbung für unser Instagram. ich persönlich habe auf meinem Sport-Account einen Post veröffentlicht, wo ich mich einfach bei ganz vielen Wegbereitern meiner Saison 2023 bedankt habe und einfach mal reflektiert habe, auch durchs Durchscrollen, wer mir was dieses Jahr ermöglicht hat oder durch wen ich so Sachen wie 210 Kilometer Radfahren von meiner Heimatstadt nach Hamburg oder neue Bestzeit über die olympische Distanz oder neue Bestzeit über die Mitteldistanz oder überhaupt erst erreichen konnte. Und ich möchte euch dazu motivieren. Ich finde, Instagram ist immer ganz cool, weil man das dann einfach nach außen tragen kann. Aber ansonsten wendet euch direkt an die Person, wenn ihr möchtet, und sagt denen einfach Danke, dass sie eure Trainingseinheiten begleitet haben, dass sie mit euch zusammen diese Trainingseinheiten durchgezogen haben, dass sie am Streckenrand standen und euch über die Ziellinie geschrien haben oder über jede einzelne Disziplin, dass sie zu Hause vielleicht die Stellung gehalten haben, damit ihr euer Training durchziehen könnt, wie es im Plan steht und. Oder selbst nur jemand, der einen zum Training motiviert hat, wenn man ganz mal keinen Bock hatte. Ne? Ja. Doch, da fallen mir auch 2, 3 Namen ein. Alles klar. Wird gemacht. Dann können wir zur Frage 3 übergehen, ja gern. Okay. Frage 3 für eure sportliche Jahresreflexion ist: Was waren dieses Jahr meine größten Energiespender und Energieräuber? Bei der Frage finde ich es essentiell, dass man das verschriftlicht, weil sonst komme ich zumindest nicht zu einer Antwort. Das ist mir dann zu komplex, da die Liste durchzugehen. Und da würde ich euch wirklich vorschlagen, dass ihr eine 2-spaltige Tabelle anfertigt und links und rechts jeweils die Energiespender und Energieräuber eintragt. Damit meine ich jegliche Dinge in eurem Leben, Dinge, Aktivitäten, Aufgaben, Menschen, egal was, es kann alles in eurem Leben sein, was euch das Gefühl gibt von erstens, dass es euch Kraft gibt und dass ihr euch danach erfrischter fühlt und die Laune besser ist und ihr wieder motivierter seid, und auf der anderen Seite die Energieräuber, wo ihr danach denkt, boah, ich könnte jetzt mal eine Runde schlafen gehen oder ich bin jetzt fix und foxy oder die Stimmung ist im Keller. Also einfach Dinge, Aufgaben, Kontakte, die euch aussaugen, die einfach anstrengend sind. Und damit will ich gar nicht per se sagen, das sind jetzt die Sündenböcke und das sind jetzt die Buhmänner, ganz im Gegenteil, sondern es ist halt anscheinend für euch dieses Jahr anstrengend gewesen. Und ja, es lohnt sich, die Dinge zu benennen und dann auch noch unter 2 weiteren Aspekten zu beleuchten. Also schreibt es gerne runter, selbst wenn es nur 2, 3 Dinge pro Spalte sind, sind das mehr Erkenntnisse als 0, als das, was wir jetzt gerade aktuell haben. Ihr müsst das auch nicht laut aussprechen oder irgendwem zeigen, aber es tut einfach gut, nochmal zu reflektieren, was waren eure Energiespender und Energieräuber im Jahr 2023. Wenn ihr das runtergeschrieben habt, würde ich euch bitten, bei den Energiespendern nochmal euch die Frage zu stellen, welchen der Punkte kann ich selber beeinflussen, um ihn dann auch noch häufiger zu erleben und welche nicht. Also streicht an, was ihr selbst beeinflussen könnt und überlegt mal ganz kurz, wenn auch nur eine Minute, wie kann ich das nächstes Jahr eventuell sogar noch verdoppeln, verdreifachen, häufiger machen. Und bei den Energieräubern ist für mich aus psychologischer Sicht vor allem die Differenzierung wichtig zwischen, was sind chronische Energieräuber und was waren einmalige, akute Energieräuber. Weil gerade die Punkte, die euch chronisch stressen, chronisch anstrengen, haben das größte Potenzial, dass sie zu Erkrankungen führen, zu einem höheren Risiko, sich zu verletzen, keine gute Trainingsqualität. Also die Liste ist wirklich gefühlt endlos. Aber chronischer Stress und diese kleinen Daily Hassles haben
laut Forschung einen viel größeren negativen Effekt, als man früher glaubte. Früher hat man gedacht, okay, schlimme Lebensereignisse wie Tod, Scheidung etc., das ist schlimm und das hat einen großen Effekt auf die Gesundheit. Ist auch immer noch schlimm, ich will es gar nicht dem absprechen, dass es schlimm ist. Aber viel schwerwiegender als gedacht sind diese kleinen Daily Hassles, diese kleinen Alltagsärgernisse, die wir haben. Und deswegen schaut euch an, was ist ein chronischer Energieräuber und besprecht es mit jemandem, einer Person eures Vertrauens, wie man daran arbeiten könnte, dass das weniger wird. Weil das wäre mir wichtig für euer Jahr 2024, dass ihr uns am Ende 2024 sagt, hey, ich habe einen chronischen Energieräuber weniger. Mega. Hast du exemplarisch was, was helfen kann? Für Energiespender und Energieräuber? Ja. Ganz persönlich oder? Nee, ganz egal. Wo das? Einfach egal. Damit wir schon mal ein bisschen den Weg bereiten können. Also Energiespender, es kann von Person zu Person total unterschiedlich sein. Für den einen kann die gleiche Sache ein Energiespender sein, was für den anderen ein Energieräuber sein kann. Mhm. Sei es die gleiche Person oder der gleiche Spaziergang zur Arbeit. Das ist wirklich subjektiv unterschiedlich. Aber Energiespender können natürlich sein, entweder verschiedene Trainingseinheiten, Disziplinen. Kann sein der Spaziergang durch den Wald, es kann eine bestimmte Person sein. Es kann die gewisse Zeit an Schlaf sein, die wir brauchen. Energieräuber können für manche Leute sein, die Zeit am Handy oder die und die Arbeitsinhalte. Aber wie gesagt, für andere Leute können die gleichen Inhalte auch Energiespender sein. Also da gilt es wirklich ehrlich für sich reinzuhören, was gibt mir Kraft und was nimmt mir Kraft. Ja, und mir fällt nämlich gerade noch ein, deswegen fragte ich, wenn man sich jetzt mit Energieräubern beschäftigt, und das können ja verschiedenste Aspekte sein, es sind nicht jetzt zwangsläufig auch Personen, ne, sondern auch Lebenssituationen etc., dass ich persönlich damit ganz gut fahre, mir täglich aufzuschreiben, also mal schaffe ich das routinierter, mal nicht so, also aufzuschreiben, spätestens am Abend, 3 tolle Dinge, die mir heute geschehen sind und 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Das ist so das Minimum an täglicher Reflexion, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, so gibt man dann diesen kleinen täglichen Hassles, wie du sie genannt hast, oder Alltagshassles, weniger Raum und auch damit weniger Potenzial, von uns so viel Energie zu rauben, weil der Fokus ein bisschen verschoben wird. Jetzt kannst du mir natürlich sagen, inwiefern das auch wirklich hilfreich ist, aber also ich habe da viel draus gelernt, sodass es jetzt seit einigen Jahren bei mir auch in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich mir im Laufe des Tages, selbst wenn ich abends mal nicht aufschreibe, im Laufe des Tages bei so kleinen Geschehnissen denke, oh, das ist eins von den 3 tollen Situationen, die mir heute widerfahren sind. Ja. Ja, das sind verschiedene Stress-Coping-Strategien, die wir da gerade besprechen. Ah, okay. Also so deine Coping-Strategie wäre in dem Fall, dass du die Wahrnehmung veränderst, dass der Stressor zwar noch da ist, also das Ereignis oder der Auslöser, der den Stress produziert bei uns, der bleibt da, aber du lenkst deinen Fokus weg oder fokussierst halt eher auf positive Dinge. Das ist eine Strategie, die super funktionieren kann. Eine zweite Strategie, die entweder damit einhergehen kann oder die man halt einzeln anwendet, ist die Veränderung von den Stressoren. Also, dass man die eliminiert, verändert. Du könntest natürlich auch beide anwenden. Klar, je mehr, desto besser. Das weiß man als Triathlet. Ja, richtig. Viel, viel. Unser Motto. Gut, dass ihr mich gerade nicht gesehen habt. Schönes Anders. Siehst du, wir haben die Hälfte der Fragen besprochen, ne? Yes. Nee, stimmt nicht. Doch haben wir. Was mir gerade dazu einfällt, worüber wir auch im Vorgespräch einmal gesprochen hatten, könntest du an der Stelle, nachdem wir jetzt die Hälfte eben schon bearbeitet haben, sag ich mal, oder angeboten haben, eine kleine Hilfestellung geben für die unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die merken, ich finde es spannende Fragen, sind jetzt Sachen oder sind jetzt auch Fragen und Lebensbereiche, mit denen ich mich zumindest die letzten Wochen nicht konfrontiert habe, entweder bewusst oder unbewusst. Ich habe aber großes Interesse daran, zu reflektieren,
Aber vielleicht nicht jetzt gerade, wo ich die Folge höre, vielleicht auch nicht, noch nicht morgen oder nächste Woche. Aber ich wünschte, ich hätte einen Zugang dazu. Was rätst du, um den auch zu finden? Also erstmal würde ich ganz ehrlich mir selber zugestehen, dass ich gerade diesen Widerstand habe der Reflexion gegenüber und dass die vielleicht auch berechtigt ist, dass es okay ist. Und dann mich im zweiten Schritt fragen, woher kommt dieser Widerstand, dass ich gerade nicht reflektieren kann oder möchte. Also da kann es ja auch wieder mehrere Gründe geben. Liegt es daran, dass ich generell schon einen sehr selbstkritischen Tonfall gerade mit mir habe und eigentlich fast aus so einer Art Selbstschutz deswegen gar nicht reflektieren möchte, weil ich dann befürchte, dass meine Selbstkritikstimme richtig laut wird und dann weit ausholt und sagt, hier, zack, 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 Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, das lief ja alles nicht gut. Da hat ja keiner Lust drauf. Also wer möchte so einen Gesprächspartner an der Strippe haben? Deswegen, wenn Selbstkritik gerade, ich finde, das ist auch sehr phasenhaft, wenn die Selbstkritik gerade sehr laut ist, dann verstehe ich, dass man keine Lust hat auf Reflexion und dann ist es vielleicht auch gerade nicht der Zeitpunkt, sondern dann wäre es für mich an erster Stelle notwendig zu schauen, woher kommt gerade dieses sehr Selbstkritische? Bin ich gerade extrem gestresst? Bin ich unsicher? Habe ich Stress im Außen, der mich überfordert? Selbstkritik kann da wiederum auch verschiedene Ursachen haben, aber dann würde ich mich da erstmal drauf konzentrieren. Und wenn ich aber merke, dass ich eigentlich Lust habe auf die Selbstreflexion, aber mir dann sofort ein Ereignis in den Kopf kommt, was mir, wie sagt man, total quer im Magen steht, total schwer im Magen liegt. Oder sowas, genau. Was total quer im Magen steht. Nein, also was irgendwie, genau, schwer im Magen liegt, was noch meine Erinnerung des letzten Jahres dominiert, dann wird es mir ganz sicher auch schwerfallen, einen guten Zugang zu allen anderen Inhalten des letzten Jahres zu bekommen. Und dann macht es meiner Meinung nach auch Sinn, diesem Fokus, der sowieso schon existiert innerlich, auch zu folgen. Und anscheinend gibt es da noch was zu bearbeiten und zu reflektieren, wenn es jetzt ein gescheiterter Wettkampf ist oder eine Kündigung oder irgendwas Beziehungsmäßiges. Also wenn irgendwas dominiert, was häufig negativ ist, weil sonst würde es unseren Fokus nicht so sehr dominieren, dann lohnt es sich anscheinend, das als erstes auch zu bearbeiten, bevor wir so eine grundsätzliche Reflexion anfangen. Okay. Sprich an der Stelle auch die Ermutigung an euch, ihr müsst die Fragen nicht in der vorgegebenen Reihenfolge beantworten. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso merken, wenn ihr euch die zum Beispiel nochmal aufschreibt, händisch, dass euch zu jeder Frage schneller oder weniger schnell was einfällt, so intuitiv. Und das könnt ihr auch schon als Zeichen deuten, behaupte ich mal, ne? Oder mit der Notiz-App. Ja, ne? Genau. Also, welchen Weg auch immer ihr dann nehmt, genau. Ja, genau. Cool. Ja. Danke dir dafür. Ich glaube, das war nochmal richtig wichtig. Einfach gerne darauf aufmerksam zu machen. Frage Sie, Nummer 4. Vamos. Sie. Frage Nummer 4. Mir gefällt die Frage total. Und das war auch so eine, die ich mir selber sofort gestellt habe. Und zwar, ich glaube, das ist eine Frage für Menschen, die gerne funktionieren und auch gut funktionieren können normalerweise im Alltag. Und gleichzeitig aber ab und zu mal persönliche Bedürfnisse dann beiseite schieben, ignorieren und einfach keine Priorität geben. Also Frage Nummer 4. Wenn dein Körper dir einen Tipp geben könnte hinsichtlich deiner Regeneration, was würde er dir sagen? Finde ich so cool. Ich habe auch direkt mal nachgedacht, so Massage, Physio, vielleicht ein Training weniger, ich weiß es nicht. Vielleicht auch eins mehr in einer anderen Disziplin. Mir ist auf jeden Fall wichtig, bei der Frage, dass ihr wirklich euch vorstellt, ohne dass das jetzt esoterisch klingen soll, aber was würde dir dein Körper für einen Tipp geben?
Es gibt ja immer mehrere Bestandteile in einem drin, zumindest kennt man das so aus der systemischen Therapie, die miteinander diskutieren innerlich, was man jetzt macht im Alltag, ob man jetzt wirklich zweimal trainiert oder ob man doch noch irgendwie die regenerative Einheit einbaut oder doch eher ein bisschen auf der Faszienrolle rumrollt. Deutliche Unterschiede zwischen Rolle und Rolle. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch einfach so im Funktionsmodus drin sind und der Körper dann manchmal einfach zu kurz kommt, weil er ja auch sich nicht direkt lauthals meldet und es häufig nicht direkt im Trainingsplan drin steht, so okay, heute konzentriere dich mal bitte darauf, dass es dir nur gut geht, dass du dich richtig regeneriert fühlst und dass du dich innerlich pudelwohl fühlst, das steht da ja selten drin. Aber was wäre, wenn wir jetzt mal bei der Frage den Körper zu Worte kommen lassen? Was würde er dir für einen Tipp geben, wie du anders oder besser regenerieren kannst? Was bräuchte er noch, damit es dir körperlich noch besser geht im Trainingsalltag? Eine mögliche Hilfestellung ist dann wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch da zu reflektieren, wann ist mir Regeneration, in welchem Zusammenhang auch immer, ich meine Zusammenhang im Sinne von, es war eine heftig anstrengende Trainingseinheit oder es war eine sehr umfangreiche Trainingseinheit, es war die Wettkampfvorbereitung oder es war der Wettkampf an sich. Wann ist euch Regeneration besonders gut gelungen? Oder wann ist es euch gegebenenfalls so gar nicht gelungen? Ihr habt euch aufgrund der Motivation, die aus einem sehr erfolgreichen Wettkampf resultiert ist, völlig übernommen, euch vielleicht völlig aus dem Leben geschossen und dann gemerkt, ja. Und ihr hätte mir vielleicht eine weitere Nacht mit 10 Stunden Schlafen und einem Spaziergang besser getan, weil dann wäre ich jetzt auch wieder einsatzbereit. Sowas in die Richtung, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das klingt gut. Was hast du denn, wenn du gesagt hast, diese Frage hat dich besonders beschäftigt? Das klingt jetzt so negativ, aber mit der hast du dich schon auch auseinandergesetzt. Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Also ich glaube, mir hat erstmal diese liebevolle Art und Weise, wie ich wirklich auf meinen Körper zugegangen bin in dem Moment, alleine schon gut getan. Und dann kamen aber auch schon so ganz simple Sachen wie, boah, einfach öfters früher schlafen gehen. Das ist für mich allein schon so ein Gamechanger, dass das traumhaft gut ist. Oder jetzt im Winter einfach öfters mal in die Sauna gehen. Das ist für mich so ein Traum von Regeneration. Mhm. Also so Kleinigkeiten, die ich auch einfach auf mentaler Ebene so sehr genieße, die sich dann wiederum auch körperlich auswirken. Total gut. Ja, siehst du, das ist auch eine schöne Sache, denke ich mir gerade. Dieser Punkt des Genusses macht, glaube ich, auch viel aus, oder? Ja. Cool, nicht schön. Ja, weil nicht für jeden ist Regeneration gleich Regeneration. Also da müssen wir wirklich auch unsere eigenen Rezepte finden, für was für uns persönlich das bedeutet. Und da habe ich an der Stelle mal einen Querverweis zu den vielen monatlichen Briefings, die exklusiv den Pro-Mitgliedern von uns zur Verfügung stehen. Denn Björn betont ganz oft, wenn es um den Ruhetag, der jede Woche stattfindet, mindestens einmal geht, dass es an diesen Ruhetagen auch wichtig ist, vor allem wenn wir jetzt an das Thema Regeneration anknüpfen wollen, dass ihr euch auch wirklich damit auseinandersetzt. Und das muss dann nicht die Sauna sein, das muss nicht die Physio sein, muss nicht die Massage sein. Es reicht auch, wenn für euch persönlich Regeneration heißt, Füße hoch, Zeit nehmen, um ein Buch weiterzulesen, einen Film gucken, vielleicht macht ihr irgendwelche Online-Weiterbildung, I don't know, also alles, was euch erfüllt, euch ein gutes Gefühl gibt und gleichzeitig die Möglichkeit einräumt, wirklich mal ein bisschen runterzufahren. Und das bedeutet nicht nur körperlich, das betont eben Björn auch immer wieder, sondern auch psychisch, mental und emotional, dass ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Also es heißt nicht, dass am Ruhetag all die To-Dos, die über die Woche hinweg liegen bleiben, alle auf eine lange Liste kommen und dann rennt ihr zur Post, zum Einkaufen, zum Pfand wegbringen und. Das ist damit nicht gemeint. Ja, mir hilft da auch total die Hilfestellung,
zweimal das gleiche Wort, egal. Aber mir hilft es dabei, mir vorzustellen, ich hätte jetzt wirklich ein Date. Mit dir selber. Aber mit mir selber. Oh, das ist so richtig schön. Genau, weil Klassiker, ne? Aber ich habe mir gerade vorgestellt, ich hätte ein Date und würde mit dem Date erst zum Supermarkt, dann zur Post, dann das alles, was du gerade aufgezählt hast. Ich glaube, ich würde die Person nicht nochmal wieder treffen. Voll anstrengend. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Person wollte sich auch nicht mehr mit mir treffen, wenn ich in dem Date dann sagen würde, ja, aber sorry, ich habe jetzt noch das und das und das und das zu tun. Du kannst aber auch gerne mitgehen. Ja, genau. Wenn du Bock hast, kommst du mit. Ja. 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 Schönes Bild. Genau. Ja. Wenn du einverstanden bist, können wir zur nächsten Frage gehen. Yes, Frage 5. Die piekst etwas. Vielleicht habe ich auch deswegen noch gewartet. Ja, die Frage piekst etwas. Zumindest bei mir. Die Frage lautet, welche Ergebnisse aus dem Jahr 2023 bin ich nicht mehr bereit zu tragen? Also welche Dinge, die immer wieder passieren oder die einmalig passiert sind und nochmal passieren könnten, bin ich nicht mehr bereit zu tragen? Also worauf hast du einfach keine Lust mehr? Was dir da auch dann immer einfallen könnte, ob das was mit dem Training zu tun hat oder mit deinem Job oder Privatleben, was auch immer es da sein könnte. Vielleicht fallen dir jetzt 1, 2, 3 Dinge ein, das reicht schon. Ich wollte nämlich auch nachfragen, worauf beziehst du dich mit Ergebnissen? Weil das Erste, was dann, ich pauschalisiere jetzt mal, in den Sinn kommt, sind natürlich Zeiten. Splits, ja. Wechselzeiten und. Ja, also es können wirklich Ergebnisse sein im Sinne von Zeiten. Es können aber auch Ergebnisse sein im Sinne von, wie sind die Trainings qualitativ gelaufen? Mhm. Oder wie sieht es mit meiner Technik aus? Es kann aber auch ein Ergebnis sein hinsichtlich deiner Stimmung. Also wenn du immer mega gefrustet die Schwimmtasche in den Flur wirfst, dass du darauf keine Lust mehr hast. Oder, weiß nicht, es kann auch was ganz anderes sein, dass du auf irgendein finanzielles Ergebnis, wie es am Ende des Monats aussieht, keine Lust mehr hast. Oder dein Stresspegel, dass du darauf keine Lust mehr hast. Also Ergebnis ist da ein sehr abstrakter Begriff für alle möglichen finalen Produkte deines Alltags, auf die du gerade keine Lust mehr hast. Also welche bist du nicht mehr bereit zu tragen von denen, die da sind? Ja. Das kann wirklich jeglicher Qualität sein. Fällt mir spontan ein, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Oder, also eigentlich sage ich schon auch bewusst, weil ich nicht so sicher bin, inwiefern es mir gelingt. Ich habe keine Lust mehr darauf, regelmäßig so spät und jetzt auch mit meinem Freund zusammen zu Abend zu essen. Nur weil ich meinen Tagesplan so leichtsinnig wieder über Bord geworfen habe, zu spät mit dem Training angefangen habe, dadurch auch zu spät in der Küche stand, um mir was zu essen zu machen und dann verschiebt sich ja auch alles, knüpft dann an das an, was du gesagt hast. So eine Mütze, Schlaf mehr würde schon auch ganz gut tun. Oh Mann, ey. Was wäre die optimale Zeit für dich? Schlafen zu gehen? Nee, essen zu essen. Ja, das ist eine gute Frage, da ich da nicht besonders routiniert bin. Egal ob Off-Season oder Season, kann ich das nicht beantworten. Aber man merkt ja vom Biorhythmus her so, ne? 22:30 sollte schon das Licht aus sein. Das heißt, wenn man das jetzt ganz vernünftig aufbauen würde, wäre es wahrscheinlich sehr wohltuend für den Körper, wenn man sich 19 Uhr das Abendessen genehmigt. Ja, keep dreaming, sagt man immer. Schreibe ich dir ab jetzt immer um 19 Uhr eine SMS so. Jule, jalla, iss. Ja. Ja, ich glaube, bei mir wäre so ein Ergebnis, was ich eigentlich nicht mehr möchte, dass ich am Ende der Woche denke, toll, du warst entweder 0-mal oder 1-mal schwimmen und nicht öfters. So, alles andere fällt mir total leicht, aber mich wirklich zum Schwimmbad zu begeben und dann auch noch ins Schwimmbad reinzugehen, das ist so. Ich stand echt letztens 5 Minuten vor der Tür und überlege, ich da jetzt rein. Aber ich war froh, dass ich dann drin war. Das ist doch geil. Aber ich hatte auch eigentlich nur noch eine halbe Stunde Zeit zum Schwimmen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, lohnt sich es jetzt wirklich? Ne? Also das war es vielleicht auch. Aber ich musste echt lachen dann über mich. Naja, aber in der Woche war ich 2-mal schwimmen, deswegen, da wäre ich mit zufrieden gewesen. Aber das wäre so ein Ergebnis, wo ich keine Lust mehr habe persönlich. Und dann kommt nämlich die zweite Frage.
Und Achtung, ich will damit nicht sagen, dass wir an allem selber schuld sind. Es gibt auch genug Dinge, die wir nicht ändern können. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber was habe ich eventuell mit dem Ergebnis zu tun? Das mal als vorsichtige Frage. Es kann sein, dass sie sagt gar nichts, das hat nichts mit mir zu tun. Aber vielleicht fallen euch auch zwei, drei Dinge ein, wo ihr sagt, ja, okay, das ist jetzt so ein Anteil, den würde ich übernehmen. Das ist meine Verantwortung. Und die könnte ich im Umkehrschluss eventuell auch ändern, wenn ich ehrlich zu mir bin. Also, dass ich mich zum Beispiel verabrede zum Schwimmen am Anfang der Woche. Ja. Oder fixe Tage ausmache oder zu einem Kurs gehe oder so. Ja. Ja, das ist spannend. Also die Frage ist halt wirklich nochmal ein Push raus aus diesem Passivsein und sich irgendwie drüber ärgern hin zu, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung und versuch's wenigstens zu ändern und sehe in voller Akzeptanz den Anteil, den ich darin habe. Ja, platt gesagt, sind nicht immer nur die Umstände schuld, ne? Ja, und ich glaube, wir spüren das auch insgeheim und sind deswegen doppelt verärgert über das Ergebnis. Ja. Ja, weil wir eigentlich dann indirekt auch sauer auf uns selber sind, dass wir es nicht gebacken kriegen. Aber dann mal in einer etwas friedlicheren Haltung ehrlich sich zu fragen, okay, was kann ich denn tun? Was ist denn konkret inhaltlich der Anteil? Häufig, finde ich, bleiben wir in diesem emotionalen Status stecken, bevor wir dann produktiv drüber nachdenken, was wir denn jetzt ändern können. Definitiv. Und wenn wir auf dein Beispiel mit dem Schwimmen gehen Bezug nehmen, was kannst du tun? Ich frage jetzt, ich drehe den Spieß ja mal um. Was kannst du tun, damit dir das in Zukunft so nicht mehr passiert? Ja, also mich auf jeden Fall verabreden zum Schwimmen. Und dann jemanden haben, der durchzieht, weil ich kenne das von meinem Papa, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche. So oft hat er mich damals von der Uni abgeholt, ich war so 18:45 und dann im Winter, war immer im Winter. Und ich stand am Straßenrand und habe so gehofft, er kommt nicht. Dann bin ich ins Auto eingestiegen, wenn er kam und hat gesagt, boah, Juli, ich hatte gar keinen Bock, aber ich wusste, du wartest auf mich. Ich sage, Papa, warum sagst du nichts? Und dann seid ihr dann zusammen im Schwimmtraining und danach haben wir immer abgeklatscht oder beziehungsweise wir haben auf dem Weg dahin schon gesagt, wir wissen doch beide, spätestens wenn wir wieder geduscht hier im Auto sitzend nach Hause fahren, sind wir so froh, dass wir es gemacht haben. Ja, du hast recht. Aber er ist trotzdem kacke. Und vorher hatte dein Papa auch keinen Bock. Und immer gehofft, dass ich absage und andersrum genauso. Deswegen betone ich das. Suchst du jemanden, der da immer am Ball bleibt. Okay, ich gehe nicht mit deinem Papa schwimmen. Alles klar, alles Bescheid. Okay, gut. Ja. Verabreden, weiter. Verabreden wäre auf jeden Fall am effektivsten, denke ich. Ja. Schwimmtasche ins Auto habe ich schon probiert, das bringt nichts. Sie ist dann da, dann überall mal mit dabei. Genau. Genau, wie so Pfandflaschen, die man rumfährt. Ja. Ja. Das wäre, glaube ich, wirklich das Effektivste. Und halt regelmäßiger notfalls Schwimmunterricht oder persönliches Schwimmcoaching ausmachen, um ein bisschen Druck zu haben, wie beim Klavierunterricht früher. Ja, ja, man kennt's. Genau. Genau. Frage Nummer 6. Oha. Allerletzte Frage. Und ein bisschen versöhnlicher oder nicht mehr so pieksend ist die Frage, was war die größte Lektion für dich dieses Jahr? Vielleicht fällt dir da direkt was ein, vielleicht auch nicht. Und dann wäre die hinführende Frage, die dich unterstützen kann, deine Antwort zu finden. Was war denn für dich die größte Herausforderung dieses Jahr? Und das war mein Hund, sorry. Der fragt sich das auch gerade. Genau. Also was... Wenn du an die letzten Monate zurückdenkst, was hat dich unglaublich herausgefordert und was hast du wahrscheinlich auch schon in den letzten Monaten überwunden oder du kamst zumindest weiter, weil sich mit der Herausforderung auch in dir Fähigkeiten
Muskeln aufgebaut haben, damit umzugehen. Und wenn du jetzt noch mehr rauszoomst und dir vorstellst, wir haben das Jahr, lass mich rechnen, 2033, wenn dir eine Lektion noch einfallen würde, die du gelernt hättest in dem Jahr 2023, was wäre das? Also es reicht ein Stichwort, womit du zusammenfasst, was die Essenz an Lernzuwachs ist, die du dieses Jahr errungen hast. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wie bei mir wäre, so, hey, ich war jetzt irgendwie 4-5 Monate krank und eine Lektion war auf jeden Fall Geduld und immer wieder Hoffnung oder Optimismus schöpfen und immer wieder ehrgeizig den nächsten kleinen Schritt zu gehen. Also so diese Lektion, jeder kleine Schritt lohnt sich. Jegliche Art von Training, jegliche Art von Unterstützung suchen. Aber es ist einfach, die Richtung ist das Wichtigste, dass ich da aktiv bleibe und weiter vorangehe. Das wäre meine Lektion, glaube ich, für das Jahr 2023, wenn ich jetzt mal gerade so laut nachdenke. Finde ich schön. Ich finde es so erstaunlich, wie man aus so einer herausfordernden Phase, wie du sie jetzt beschrieben hast, dass du mehrere Monate krank warst, diese Kraft und diese Zuversicht, genauso wie die Motivation entwickelt, um wieder reinzufinden. Was mich aber auch dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass, behaupte ich mal, es ganz vielen von uns Menschen, und ich beziehe mich damit ein, erst gelingt, genau das zu machen und vielleicht auch erstmal dann zu wertschätzen, was wir vorher eigentlich alles als selbstverständlich erachtet haben, was so geht, auch hinsichtlich des Trainings und der Wettkampfteilnahme, wenn erstmal ein Worst Case eingetreten ist oder wirklich eine herausfordernde Situation wie Krankheit oder schwerwiegende Verletzung, dass wir uns da so am Riemen reißen, zu schätzen wissen, was wir vorher hatten und ganz klar anstreben, wieder dorthin zu kommen und auch vor allen Dingen den Optimismus und die Zuversicht aufbringen, dass wir ganz klar wissen, wir kommen da wieder hin. Ja. Und da möchte ich uns alle zu der Aufmerksamkeit bringen oder zu dem Bewusstsein bringen, dass wir jetzt, wo hoffentlich die meisten von uns oder im besten Fall alle, aber ich glaube, das erreicht man leider nie, gerade verletzungsfrei und gesund im Stoff stehen, jeden Tag den Trainingsplan abarbeiten können, wenn uns danach eine Mütze ist, und einfach zu schätzen wissen, dass wir jetzt gerade auch die Gelegenheit haben, alles zu geben mit Zuversicht und Motivation dabei zu sein und zu schätzen wissen, in welchem Zustand wir uns gerade befinden und uns nicht erst damit auseinandersetzen, was eigentlich alles gegeben war und offensichtlich nicht selbstverständlich ist, wenn es gerade mal wirklich schwierig ist oder wehtut. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das wird dann echt, ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn man dann einen Tag hat, an dem man trainieren kann, dann war für mich gar nicht die Frage, trainiere ich jetzt oder nicht, sondern ich nutze die Chance. Auch wenn es jetzt wieder selbstverständlicher wird, aber es fühlt sich immer noch besonders an. Und dieses Bewusstsein ist da, nutze die Zeit. Also nicht mit so einem bedrohlichen Charakter, aber mit so einem wertschätzenden Charakter. So, genieße es und nutze es. Ja, es geht so in die Richtung, um das von vorhin, was du sagtest, nochmal aufzugreifen mit dieser Spiritualität, ne? Oder auch Tendenz Esoterik. Nutze jeden Tag dazu, ihn zum Schönsten deines Lebens zu machen. Das klingt jetzt total aufgeplüscht, das weiß ich auch. Aber wenn wir einfach... Ja, so genau, das wird auch ein Wandtattoo. Aber wenn wir einfach beim Training bleiben, dann... Und man muss das jetzt auch nicht alles, ne, nur so positiv sehen. Wir wissen alle, es gibt schwierige Tage und da kann man sich kaum motivieren. Und dann macht man 3 Kreuze, wenn die VO2-Max-Einheit grün im Trainingskalender abgehakt wurde. Keine Frage. Aber in Kombination mit Leichtigkeit möchte ich dazu aufrufen, dass wir schon gucken, wenn wir so einen coolen Trainingstag auf dem Zettel stehen haben, dass man sich vielleicht auch irgendwas am Rande sucht oder in der Trainingseinheit,
was einem dabei hilft, das wirklich auch als coole Einheit zu sehen und als coole Einheit durchzuziehen, zu denken, geil, ich bin heute gesund, ich fühle mich fit oder ich bin gesund, bin ein bisschen fertig vom Tag, aber nicht so, als könnte ich mich nicht motivieren, als wäre ich nicht dazu in der Lage zu trainieren, sondern es ist einfach nur der Schweinehund, der hier neben mir sitzt, feuerfrei. Mhm. Weil wir wissen alle, um nochmal einen kleinen Callback auf das vorhin mit dem Schwimmen zu machen, danach sind wir eh froh und stolz, dass wir es gemacht haben. Mhm. Ja. Ganz sicher. Und was mir auch noch wichtig ist, es muss ja keine Riesenlektion sein, es muss ja keine Riesenerkenntnis sein, es kann auch eine ganz kleine sein. Es kann auch eine sein wie, ich trainiere am liebsten morgens oder ich trainiere am liebsten mit der und der Person oder das macht mich irgendwie am glücklichsten, wenn das im Tag noch mit integriert ist. Ja, also es muss gar nichts Riesiges sein, es reicht eine Kleinigkeit. Aber was ist eine Essenz für dich, die einfach authentisch, ehrlich zu dir passt und die das Jahr mit beschreiben kann und die du mit aus dem Jahr nimmst? Mhm. Total gut. Ich habe überlegt, inwiefern wir hier noch weitere Hilfestellung geben und mal aufzählen, was alles Lektionen sein können. Aber ich glaube, da geben wir dann zu viel, also machen wir zu viele Vorgaben. Ne? Ich glaube, man ist dann nicht mehr so frei in dem, was man empfindet. Ja. Das glaube ich auch. Dann haben wir doch eine ganz kurze Folge gemacht. Ja, haben wir wieder gut hinbekommen. 1+ setzen, richtig gut. Ich wollte schon, als du eingeleitet hattest, wird vielleicht schaffen wir das ja heute kurz und knackig unter einer Stunde zu bleiben, sagen, wir sprechen uns dann nochmal, wenn wir am Ende der Folge angekommen sind. Wir sprechen uns in 2 Stunden, genau. Ja. Aber mir gefällt es gut so, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, und ich hoffe einfach, dass du als Hörer oder Hörerin 1, 2, 3 Fragen mitnimmst oder schon Ergebnisse von den Fragen mitnimmst, die dir helfen, das Jahr abzuschließen oder dir eine Inspiration sind für das Jahr 2024. Ja, ich bin mir gerade unsicher, ob wir das am Anfang der Folge gesagt haben oder vorhin in unserem Vorgespräch, dass du für dich ja festgestellt hast, dass du in der Ausarbeitung der heutigen Folge, in der Vorbereitung, für dich feststellen konntest, mit all dem bist du jetzt auch bereit, das Jahr loszulassen. Und das ist so unsere Vision der heutigen Folge. Sprich, wenn ihr für euch genau dieses gleiche Gefühl wahrnehmen könnt, dann freuen wir uns sehr. Und selbst wenn es nur eine Person empfindet, dann haben wir schon viel geschafft hier heute. Wir sind total bescheiden und stolz, ja. Prima. Schön. Dann wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr 2024. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank dir, Vicky, dass wir wieder das gemeinsame Vergnügen hatten, hier so ein hochspannendes und für den Zeitpunkt so passendes Thema gemeinsam zu besprechen. Ja. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es ist mir eine Freude, gemeinsam zu denken. Euch auch. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen einfach, wir konnten euch so ein Stück weit den Weg bereiten, um friedlich und mit euch selbst persönlich aus diesem Jahr rauszugehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr ein weiteres Jahr oder vielleicht das erste Jahr bei Power & Pace mit dabei seid. Ich schließe mich dir an, Vicky. Kommt gut ins neue Jahr. Beendet dieses Jahr ganz in eurem Stil, wie es euch beliebt. Kommt gut und gesund vor allen Dingen rüber. Viel Spaß beim Training, beim Ausprobieren des Feiertags-Specials. Erholt euch gut zwischendurch. Und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Macht's gut. Bye, bye. Ich, beziehungsweise wir, Victoria und ich, hoffen so sehr, dass euch die Folge ganz, ganz viel gebracht hat im Sinne, als dass ihr Erkenntnisse gewinnen konntet, schon während ihr zugehört habt. Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die Pause gedrückt haben, die Frage aufgeschrieben haben und sie schon ansatzweise oder sogar vollständig beantworten konntet. Wie auch immer ihr vorgeht, inwiefern momentan der Zeitpunkt schon der richtige für euch ist, das ist alles zweitrangig. Wir hoffen einfach sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und im Zuge dessen, dass wir hier schon einmal bestimmte Fragen in den Raum geworfen haben, damit ihr euer Jahr reflektieren könnt, liegt es uns von Power & Pace, von der Power & Pace Crew vor allem, sehr am Herzen, dass ihr uns auch mal
ein Feedback gebt, wie euch das Jahr 2023 bei und mit uns gefallen hat. Ihr findet einen Link in den Shownotes, über den ihr zu unserer ganz, ganz klitzekleinen Umfrage kommt und uns hoffentlich die drei Fragen da beantworten könnt zu, womit ihr besonders zufrieden wart in diesem Jahr mit uns, was ihr euch für das kommende Jahr bei Power & Pace wünscht und welche Themen ihr auch gerne im Podcast hören möchtet. Da sind wir unfassbar gespannt und wir freuen uns immer sehr über die Inspiration von euch. In dem Sinne bleibt mir nur noch stellvertretend für das gesamte Team von Power & Pace, genauso wie der Redaktion von Triathlons zu sagen, vielen, vielen Dank für 365 Tage Triathlon-Training mit euch zusammen, für viele, viele Tage, Wochen und Monate, in denen wir euch das Rundum-Sorglos-Paket bieten konnten, indem ihr uns ganz viel Input geliefert habt, ganz viel Feedback gegeben habt, wir uns persönlich treffen konnten, ob das jetzt in Hamburg war, in Roth, in Norderstedt, beim FTP-Test live oder wo auch immer. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr überhaupt diese einzigartige Community formt. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Reflektieren. Wir sind unfassbar gespannt, zu welchen Ergebnissen und zu welchen Antworten ihr kommt. Und wenn ihr möchtet, das ist natürlich absolut freiwillig, freuen wir uns über eure Post oder über den Repost eurer Stories bei Instagram, in denen ihr uns einfach mal eure persönliche Lektion des Jahres mitteilt. Bis dahin, passt euch auf euch auf, jetzt habe ich mir ganz zum Schluss noch versprochen, genießt die Zeit, ob mit Training, aufgrund des Feiertags-Specials, mit der Familie, außerhalb des Triathlons, gutem Essen und einfach mit den Dingen, die euch gut tun. Ich höre jetzt auf zu reden. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr 2024 und dann, Leute, geht es in die heißen Phasen der immer stärker ranrückenden, akuten Wettkampfvorbereitung. In dem Sinne, auf einen ganz versöhnlichen Jahresabschluss 2023 und einen motivierten Start in das kommende Jahr 2024. Macht es gut und vielen Dank. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run, gotta learn to win to be a champion. Champion.